Tag zusammen. Hier ist Forstheld mit seinem allerersten Let's Play von The Hunter. Wir jagen heute hier in Hirschfelden von meinem Zelt aus. Ich zeige kurz auf die Karte, wo wir sind. Wir finden uns hier. Wir werden versuchen, Rot- und Rehwild und das Entdecken auch Schwarzwild zu bejagen. Ich werde mich am Anfang auf dieses Gebiet hier konzentrieren und mich im weiteren Teil dann in diese hintere Ecke hier vorarbeiten. Ich noch kurz zeigen, welches Inventar ich dabei habe. Das ist die Anschütz 9,3x62. Und die 10-Point-Armbrust und sowie alle gängigen Locker und Duftsprays. Ich werde jetzt auf diesen Windwellen gebückt und langziehen, in der Hoffnung, gleich hier Wild zu erspähen. Der Startpunkt hier eignet sich uns sich erstmal. Ah, wir kriegen schon den ersten Call von einem männlichen Rothirsch. Der Hirsch ist noch hinter diesem Wall dort drüben. Ja, jetzt können wir uns überlegen, wir können ihn jetzt callen, dass er rüberkommt. Mal kurz einen Punkt, dass wir weiterhin wissen, wo er gecallt hat. War da drüben. Oder ob wir ihn versuchen anzupirschen. Also mein Vorgehen wäre jetzt hier erstmal versuchen, näher heranzukommen an das Tier und das ohne Call in Sicht zu kriegen. Das hier auf diesem Ort, das läuft dort hinten. Das sieht mir nach weiblichem Rotwild aus. Mal schauen. Ja. Da haben wir also auch ein bisschen weibliches Rotwild. Okay. Das könnte die Sache ein bisschen verkomplizieren. Da das weibliche Rotwild auf den Call natürlich auch reagiert. Um nochmal darauf zurückzukommen, mein Ansatz ist oft, das Wild zu erblicken, wenn möglich, ohne es erstmal zu callen, um dann zu entscheiden, pirsche ich mich so heran, call ich es an einen bestimmten Punkt, versuche ich es mit Lockstock an einen Punkt zu locken. Oh, dort kommt der Hirsch. Aber das sieht gar nicht schlecht aus. Ich tippe so auf die 190. So, jetzt ist es natürlich... Okay, geht er jetzt auf den Winkel. Ganze Wagen noch ein Stück mich an das Bild wieder ran. Und so 50 Meter, jetzt stände er für einen Schuss. Ich würde ihn vielleicht gern versuchen mit der Armbrust zu bekommen, deswegen call ich ihn jetzt. Zwei Schritte auf ihn zu und lege mich dann hier ab. Das hat wunderbar funktioniert.
Ja, ich denke, wir haben hier so einen um die 160. Noch einen Call von dem weiblichen. Lunge Herz. Ja, Herz war zu erwarten, da er ja direkt im Schuss zum Boden gegangen ist. Ja, das war doch ein ganz guter Start für unsere Jagd. So, die leiblichen Stücke sind jetzt hier im Zentrum, ich sag mal, der Mitte dieses X's. Versuchen, die weiblichen Stücke nicht zu erlegen, sondern sie zu umgehen. Ups. Das wird natürlich schwer, dieses Stück hier zu umgehen. Wobei, vielleicht zieht es unter mir vorbei. So nah ist es, aber es kommt uns nicht mit. Es sind unter uns vorbei. Das sind jetzt 4 Stück. Voller Anblick, 5. 5 ist auch die übliche Rudelzahl, die ich hier antreffe von den weiblichen Stücken. Hier sind natürlich alle meinem Call gefolgt sind. Seite ist jetzt auch an meinen Callpunkt gekommen. Ich baue mich jetzt seitlich weg zu bewegen. Und auf der Rückseite. Geschaut. Ich denke, das funktioniert, dass wir hier auf der Rückseite dieses Hügels an dem Wild vorbeikommen. Und das ist natürlich eindeutig der Vorteil dieser leisen Waffen, die jetzt der Armbrust. Hätte ich mit der 9,3 geschossen, wäre das weibliche Rotwild mit Sicherheit geschreckt und dann verschwunden. So auch durch den Herztreffer, ohne dass der Hirsch eine Flucht begangen hat, ist quasi nichts in diesem Gebiet groß erschreckt oder nervös. Das gibt uns immer die Chance, wenn noch andere Tiere in der Umgebung sind, auch diese zu bejagen. Aber erfolgreich zu bejagen. Deswegen suche ich nach Möglichkeit, die leisen Waffen einzusetzen. Und nur, wenn es für irgendwelche Competitions notwendig ist. Manchmal auch, wenn ein guter Hirsch oder ein guter Trophäenträger auf Distanz schön steht und man hat das Schussfeld und es dauert ja auch immer und man kann ihn schlecht angehen und möchte nicht weit callen, lang callen. Es dauert ja immer eine gewisse Zeit, bis die Tiere auf die Calls reagieren und dann kommen. Nutze ich natürlich auch mal die Büchse.
hier vor mir schauen und wenn wir dort nichts entdecken, würde ich sagen, mache eine kurze Pause und melde mich wieder, falls das geschieht, aber diesen Blick auf dieses Feld. Dort steht auch was. Das scheint doch ein Hirsch zu sein. Da kräht er auch schon. Ja, das ist ein Hirsch. Auch kein schlechter, kein Rekordhirsch, aber ein Hirsch. Wir müssen jetzt dran denken, dass in unserem Rücken ja noch das Rudel-Kahlwild ist. Und wenn wir den Hirsch callen wollen, was ich eigentlich gerne möchte, bevor er vor allem wegzieht, dass der Hirsch nicht weiter weg von unserem Call ist als das Rudel-Kahlwild. Deswegen möchte ich noch ein bisschen Distanz zwischen mich und die weiblichen Stücke. Also die weiblichen Stücke vom Rothirsch nennt man in der Jägersprache auch Kahlwild. Das kahl auf dem Haupt sind, also kein Geweih tragen. So. War dann doch ganz gut, dass ich gesagt habe, wir warten noch, bis wir auf das letzte Feld geschaut haben. Und was ihr sehen könnt, ist, dass dieses Gebiet hier ein sehr produktives Gebiet für Rotwild ist, ab und zu auch Rehwild. Schweine kommen hier seltener vor. Wo ich denke, von hier sollte es doch ganz gut. Jetzt mal einen Call absetzen. Ein Stück nach vorne gehen. Hier in diesem Baum. Ich höre noch vor, im Schatten. Diese kleine Erhöhung. Der Hirsch auf uns zu. Ja. Liegen ist ja nicht so gut. Würde ich wohl wieder in die Hocke gehen. Seht ihr die Einblendung oben? Ich tippe auch auf so die 190 bis 200, ähnlich wie der Hirsch gerade eben. Wenn er auf 40 Meter heran ist, werde ich von der Fernglasansicht auf die Armbrust wechseln. Er ist jetzt genau 40 Meter entfernt, 39. Wir könnten jetzt schon schießen, allerdings möchte ich ihn doch gern etwas näher. Oh ja, ist doch besser als den Gärtchen. Der 200.
das Schiff die Zeit kommen. Das Rotwild so mal abblickt, flüchtet es so gewöhnlich nicht mehr. Ich bin leider links etwas schlecht abgekommen. Ein Körpertreffer auf das Oberschenkel. Schenkelecke sein. Lunge, Herz, ist noch nicht tot. Doch in die Lunge gegangen. Ich dachte, ich wäre ein Tick zu weit aus dem Zentrum heraus mit meinem Treffer. Sodass ich den Knochen des linken Laufes erwischt habe. Aber es scheint nicht so zu sein. Aber dann können wir auch gehen. Nachteil bei der Armbrust ist, dass, man hat es gesehen, nach dem Schuss die Waffe erst gespannt werden muss. Ich verstehe nicht ganz, warum ich die Armbrust erst spannen muss, bevor ich auf die andere Waffe wechseln kann. Ich könnte die Armbrust ja auch einen Call von einem weiblichen Stück. Der Hirsch hat wieder den Zitterer. Ein Fakt, der mir in letzter Zeit schon des Öfteren aufgefallen ist. Also ein schöner Kronenhirsch. Ja, mal schauen. Ich denke so um die 200. Ja. 197. Wirklich auch ein schönes Tier. Waffenschutz. So. Und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal. Thank you.